Community versus Social Media, die neue Definition der Vernetzung. Und hier ein Zitat von mir. Die wahre Stärke der sozialen Medien liegt nicht in der Masse der Follower, sondern in der Tiefe der Verbindung und dem Wert der Gemeinschaft, die du aufbaust. Und wie ich dieses Zitat kreiert habe, ist mir schon Gänsehaut gekommen und jetzt auch schon wieder die Gänsehaut. Mann, ist das geil, oder? Ist das geil. So, ja, herzlich willkommen zu diesem neuen Video, zu diesem neuen Podcast. Heute tauchen wir in die spannende Welt der Community ein, im Bereich der sozialen Medien, in einer sich rasanten entwickelten digitalen Landschaft hat das Konzept der Community eine Bühne erobert. Aber was macht dieser Trend zum aktuellen Ding in den sozialen Medien? Lass uns das herausfinden. Und zwar lass uns diese Schritte herausfinden. Und ich habe mehrere Schritte für dich mitgebracht, wie ich das sehe. Und es bekommst du auch hier davon einen Mehrwert. Der Link findest du im Chat. Dort kommst du zu meiner Community und die ist komplett kostenlos und die findet auch komplett auf Facebook statt. Also du brauchst einen Facebook-Account. So, aber erst lass uns doch mal auf die Steps da reingehen. Authentizität vor Followerzahlen. Zuerst haben wir Authentizität vor Followerzahlen. In der Welt der Community geht es nicht darum, wie viele Follower du hast. Es geht darum, wie viel mehr und echter Interaktion und Unterstützung du bietest deinen Menschen, deinem Gegenüber, deiner Community. Es gehört da natürlich viel mehr noch dazu. Aber das würde ich jetzt mal so in dem Raum stehen lassen, dass du authentisch vor deiner Followerzahl bist. Egal, welche Followerzahl du hast, scheiß auf diese Followerzahl. Das ist nur eine Zahl. Interaktion mit deiner Community, mit deinem Gegenüber, ist wichtiger, wie die Followerzahl da oben bei TikTok, Instagram, LinkedIn, whatever. Natürlich, es ist eine Motivation, wenn da 11.000k steht oder whatever. Aber da verzichte auf diese Zahl. Es ist nur eine Zahl. Es bedeutet nichts. Kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, Wissensaustausch. Als nächstes haben wir den Wissensaustausch. Communities bieten eine Plattform zum Teil von Ideen, Fachwissen und Ressourcen. Es ist ein Ort, an dem du an anderen und mit anderen lernen kannst und dein eigenes Wissen auch teilen kannst, beziehungsweise von anderen auch Wissen lernen kannst. Als Community Manager, also ich jetzt als Manager meiner eigenen Community, bin ich eigentlich nur der Moderator. Natürlich gibt es Beiträge von mir speziell zum Thema Verkauf, Vertrieb. Aber ich führe meine Community so, dass du in meiner Community Posting-Beiträge abgeben kannst, die zu diesem Thema, was ich schon gepostet habe in meiner Community. Natürlich schaue ich darüber, ob es ein Spam-Post ist, ein Werbepost ist oder ein ich bezogener Post ist. Diese Ich-Postings sind Ego-Postings. So viel Ich heißt, du hast ein Ego.
Hör auf mit deinem Ego. Komm in die andere Seite rüber. Komm in die Vermittlung rüber, dass du unterstützen kannst in dem Bereich, wo du dein Experte, deine Expertin bist. Geh mal auf den nächsten Schritt ein. Aufbau von Markenbindung. Hierbei geht es um den Aufbau von Markenbindung. Marken, die starke Communities entwickeln, schaffen tiefere Bindung zu ihren Kunden und Fans. Schauen wir uns, wie das funktioniert, an. So, wie funktioniert denn eine Markenaufbau, eine Markenbindung, eine starke Community? Siehe Telekom oder Apple. Wie machen die das denn? Und hier sind einige Sachen, die ich euch gerne teilen möchte. Geteilte Werte. Geteilte Werte. Dieser Punkt, an dem du gelangst in dieser Community, sind die Werte. Welche Werte hast du und welche Werte bieten dir deine Community? Oder welche Werte sind in der Community denn vertreten? Meine Werte sind ganz klar nach dem Erfolgsprinzip definiert. Einfach. Ach, jetzt kann ich sie nicht auswendig, vor lauter. Aber die findet ihr auf meiner Webseite. Und die sind auch in der Community vertreten. Ich achte auf mein Proof of Concept. Ich achte auf mein Code of Honor, Ehrenkodex. Das findest du alles auch auf meiner Webseite. Zwar auf dieser Webseite, ich blende sie gerne mal ein. Auf dieser Webseite, wenn du auf dieser Webseite gehst, gelangst du direkt auch auf meinen Ehrenkodex, meine Unternehmenswerte, whatever. Der Link findest du auch im Chat. Diese geteilten Werte sind Zugehörigkeit. Welche Werte hast du und kannst du diese Werte auch in dieser Community vertreten? Es ist auch eine Zugehörigkeit von diesen Werten. Es bringt intensiv in die Aspekte, diese Werte mit einzugliedern und dich mit der Community zu verbinden. Denn kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Das schafft Zusammenarbeit und Empfehlung. Zusammenarbeit und Empfehlung. Communities fördern und verbinden sich mit anderen Menschen und fördern sie gegenseitig. Es sind Partnerschaften. Und hier geht es nicht um Kunde ist König, denn der Kunde ist kein König, der Kunde ist ein Partner. Also bleibe dran und sehe es, wie es funktioniert. Wenn du genau in meine Community kommst, verspreche ich dir, diese Partnerschaft und dir Treue zu leisten, wenn du dich in meiner Community engagierst und loyal bleibst. Also komme nämlich zum nächsten Punkt. Und zwar der nächste Punkt ist das Vertrauen und die Loyalität. Schließlich haben wir Vertrauen und Loyalität. Mitglieder von Communities vertrauen einander und verlassen sich auf Empfehlungen innerhalb der Gruppe. Das schafft eine Kraft des Vertrauens und eine Gemeinsamkeit in einer Community. Na klar ist jetzt meine Community jetzt noch nicht so groß, weil ich sie gerade frisch gelauncht habe.
sprich rausgebracht habe. Aber ich bin dankbar, dass ich diese Community endlich gegründet habe. Und ich bin dankbar, dass ich diesen Schritt jetzt gehen darf. Ich habe mir überlegt, ob ich jetzt Online-Kurse anbieten soll oder Community aufbauen soll. Online-Kurse aufzubauen und verkaufen, finde ich in der heutigen Zeit keinen Nutzen mehr, weil du sitzt den Tag vor dem Online-Kurs, bist alleine, hast keinen Austausch. Und bei der Community hast du einen Austausch. Und diese Videos, was ich produziert habe für den Online-Kurs, whatever, die gibt es dann in den Communities. Und davon hast du dann auch einen Mehrwert davon. Und wir können uns zu diesen Videos dann auch gezielt austauschen. So, kommen wir mal zum Übergang zu den Vorteilen des Aufbaus einer eigenen Community. Du fragst dich sicherlich, wie du als Unternehmer, Selbstständiger eine Community aufbauen kannst und von diesem Trend auch profitieren kannst. Die Community-Antworten ist einfach. Erstell deine eigene Community rund um deine Marke, rund um dein Unternehmen, rund um dein Business. Aufbau deine eigenen Community. Lass uns darüber sprechen, wie du deine eigene Community aufbaust. Es geht darum, einen Raum für Diskussionen, den Austausch von Wissen und Unterstützung zu schaffen. Authentizität ist der Schlüssel und die Aktivität der Beteiligung auch ein Muss dahinter. So. Das waren jetzt diese Teile davon, wie der Unterschied zwischen Community und Social Media ist. Denn wenn man mal überlegt, eine Community ist eigentlich nichts anderes wie eine Mastermind. Nur noch viel intensiver. Bei einer Mastermind kannst du dich mit 10.000 Euro oder 20.000 Euro einkaufen. Dann bist du ja auch in einer Community. Da kannst du dich ja auch austauschen. Hier kannst du dich komplett gratis austauschen über das Thema Verkauf, Vertrieb, Persönlichkeitsentwicklung. Social Media wird immer schneller und immer hektischer. Ich merke selbst. Hier ein Post, da ein Post, da ein Post. Man verliert den Überblick. Wo soll ich denn nur posten? Was soll ich denn nur posten? Oder wo soll ich denn aktiv sein? Auf welcher Plattform? Denn oder welche Plattform ist denn für mich die richtige? Diese Fragen kannst du dir nur selbst stellen. Aber du kriegst jetzt in meiner Community die Unterstützung, welche Plattform die richtige ist für dich. Nicht jeder ist gerne auf TikTok, nicht jeder ist gerne auf Instagram, nicht jeder hat auch noch Facebook oder nicht jeder hat Xing und LinkedIn oder Twitch. Du musst rausfinden, was dein Business ist, was deine Zielgruppe ist und wo deine Zielgruppe sich auch bewegt. Und darin können
kann ich dich unterstützen in meiner Community? Denn hier ist jetzt die Vorstellung meiner Community, Weihrauchs Love Selling, eingetragene Marke, Pioneers Community. Also Love Selling ist eingetragen als Marke, Pioneers Community noch nicht. Aber hier, jetzt, wenn du dich auf das Verkaufen freust, habe ich was ganz Besonderes für dich. Denn meine Weihrauch Love Selling Pioneers Company. Was erwartest dich denn in dieser Community? Nun, du erhältst exklusiven Trainingsworkshop, ein Netzwerk von Gleichgesinnten, Zugang zu den neuesten Verkaufstrends und Gelegenheiten, deine Verkaufsfähigkeit zu perfektionieren. Und du bekommst nicht nur das, sondern du bekommst auch Unterstützung im Bereich Verkauf, Vertrieb, Social Media Marketing. Du kannst in dieser Community Beiträge posten und Fragen stellen in dieser Community, wo ich drauf eingehe oder halt auch andere drauf eingehen können. Deshalb tritt meiner Community nun bei. Der Link findest du hier eingeblendet oder im Chat. Verpasse doch nicht die Chance, ein echter Verkaufspionier zu werden oder zu sein, wenn du wirklich Interesse hast und interessiert bist. Sende mir gerne auch eine Nachricht oder kommentiere mit einfach, ich bin dabei. Ich werde dir einen Einladungslink zu meiner Community schenken. Abschließend kann ich dir nur sagen, lass uns also die Kraft der Community nutzen, um gemeinsam Erfolg zu haben. Denk daran, es geht um Authentizität, Engagement und den Aufbau bedeutungsloser Beziehungen. Ich bin Michael Weihrauch, dein Verkaufstrainer mit Herz, und wir sehen uns in meiner Weihrauch Love Selling Pioneer Community. Wenn du jetzt dieses Video auf YouTube dir gefallen hat, wenn du Interesse hast an weiteren neuen Videos, dann hinterlasse meinem YouTube-Kanal ein Abo, gib dem Video ein Like nach oben und wir sehen uns beim nächsten Video. Dein Michael.